Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear mit unserem tollen Höhlenbild. Dann wollen wir mal raus. Da hat jemand ein Klavier direkt vor unserer Haustür gestellt. Oh. Kennen wir das Bild schon? Das ist neu. So normal es auch ist, es ist irgendwie gruselig. Und wieder ein Nickes drin. Moment. Also irgendwas ist mit dem Klavier. Das meinte ich. Das Klavier ist einem sofort ins Auge gefallen, als man in diesen Raum hier reinkam. Okay, ein Zettel. Punkt, Punkt. Der Rest des Zettels ist weg. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch die verschiedenen Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötet den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbert er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von, nun, du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Coldwell. Ich glaube, das war unser Agent oder so. So wie es ausschaut, hat er uns hier um eine Story gebeten. Komme ich da dran vorbei? Oh. Nein, komme ich nicht. Könnte das bedeuten, ich muss zurück? Übler Scheiß. Jemand? Jemand, oder? Alter, Spiel, ich krieg einen Herzinfarkt. Schock. Puls auf 180. Verflucht. Liebe Spieleentwickler, genial. Oh Gott, ey. Ich bin ja schon ein kleiner Schisser, ey. Musste ich die Augen zumachen. Ich wusste es. Weil der Raum war einfach so leer und zum Durchgehen. Okay. Creators Block. Kreative Blockade. Der Raum ist kleiner geworden. Die Tür ist weg. Was? Hä? Noch eine Tür? Alter! Komm, mach zu. Sollten wir es offen lassen? Taschenlampe. Oh. 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 Oh nein. Okay. Auf einmal in diesem Raum. Alter, wie gut das Spiel programmiert ist.
Genau, wir haben den Schlüssel ja mitgenommen. Hm. 23. Mai. Wie können sich zwei Menschen, die sich einmal so vollkommen, so hochgradig geliebt haben, so weit auseinanderleben? Mein Ehemann spricht kaum noch mit mir. Er schlittert nur noch aus seinem Arbeitszimmer heraus und herein, wie besessen an einem gescheiterten Gemälde, nach dem anderen arbeitend. Er will nicht mal mehr mit mir schlafen. Ich weiß, dass er mich abstoßend findet. Der Blick, mit dem er mich neulich angesehen hat. Dieses erbärmliche, schmerzvolle Blick. Eine Mischung aus Scham, Schuld und Abscheu. Mir ist klar geworden, dass ich in den Augen meines Mannes ein Monster geworden bin. Es fühlt sich an wie etwas, das eine Frau niemals mitmachen sollte. Dennoch, als die gute Ehefrau, die ich bin, habe ich mich dazu entschieden, die Fantasie meines Ehemanns wahr werden zu lassen. Wenn er denkt, ich sei ein Monster, werde ich diese Rolle verdammt nochmal ausfüllen. Ups, wir haben es mitgenommen. In Wahrheit sind wir das Monster. Ja, da. Der 9. Juni. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Don't forget. Okay, wir werden noch öfters dran erinnert. Die Uhrzeit ist, glaube ich, unrelevant. Die steht jetzt hier schon gar nicht mehr. Aber wir werden mehrfach in dem Spiel daran erinnert. Dass wir den 9. Juni als Datum für unsere Hochzeit hatten. Alles leer. Oh, scheiße. Okay, Leute. Das wird heftig, das Kapitel, glaube ich. Ist das unsere Frau, die uns hier verfolgt? Ich traue mich schon gar nicht mehr, Türen aufzumachen. Ich traue mich schon gar nicht mehr, Türen aufzumachen, weil die mir um die Ohren fliegen könnten. Blume. Und es könnte sich jederzeit, wenn man sich umdreht, irgendwie alles ändern. Was haben wir da? Ach, wieder das Stillleben. Den Raum kennen wir schon, oder? Moment. Meine Nase juckt die ganze Zeit, ätzend. Ich sehe da nix. Hallo, Licht an. Das ist unser Arbeitszimmer. Gucken wir uns doch vorher noch mal ein bisschen um. Wer hat denn das hier angerichtet? Und draußen regnet es auf einmal wieder. Stimmt, hier waren wir schon mal. Das war ein Schrank. Scheiße. Okay. Oh-oh. Ich mach mal kurz... Oder soll ich die Tür offen lassen? Weil da war ja noch ein zweiter Gang. Nicht, dass sich das wieder verändert. Idioten. Blinde Narren. Diese ganzen Nachrichten, die an der Wand stehen, die haben wir geschrieben, glaube ich, oder? Das Bild, das kennen wir. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Oha. So wie es ausschaut, haben wir für das Bild schlechte Kritik bekommen und sind dann daran ein wenig zerbrochen. Gut, dass wir hier nochmal geguckt haben und nicht einfach weitergegangen sind.
Und Tür geht zu. Das ist unser Büro, wo die Leiter umgefallen sind. Ich habe da gar nicht hochgeguckt vorher. Eine Tür. Hier geht's auch um die Ecke. Oh, es geht auch runter. Geschlossen. Oh, noch ist da unten nichts los. Aber ich habe so die Vermutung. Gott. Ist wieder dieses Grabbild. Und ich sehe wirklich absolut schlecht hier. Das liegt daran, weil draußen ist es gerade hell. Ihr seht es hier an meinem Gesicht, die Sonne scheint. Da kann man auch keine Tür zumachen. Ich dachte schon, wir könnten die Treppe auch. Aber hallo, das. Oh, wir hängen fest. Doch eine Bücherei. Hier muss doch irgendwo ein Zettel rumliegen, den wir sonst übersehen könnten. Vielleicht da auf den Tisch. Vielleicht mal die Lampe anmachen. Da liegt was, oder? Nee. Einfach nur Papierhaufen. Bitte, bitte, fliegt uns jetzt das Zimmer wieder um die Ohren hinter uns. Telefon? Vorlesen, oder? Okay. Ich versuche mal kurz den Spielsound hier auszublenden. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass Sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung anholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht üblich. Okay, sie hatte Verbrennungen. Okay, das kommt wahrscheinlich mit dem Kaufhaus wirklich überein. Was sie als abartiges Grinsen oder innervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele dieser Ausdrücke verletzten fände, konnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich ihrer Aufforderung an uns, ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärken und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gern meinen Kollegen und mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, Dr. Med Robert Richards, noch sein verdammter Quacksalber. Ah, seine Notiz darunter. Wo denn? Hier unten irgendwie? Zur Hölle. Das Gepiepe geht ziemlich auf die Nerven.
kann das mal bitte irgendwer rückwärts abspielen? Oder ich spiele es, versuche es hier an dieser Stelle rückwärts abzuspielen, wenn ich es nicht vergesse, das zu bearbeiten. Denn ich wüsste gerne, was der da gesagt hat. Das Telefon, ist das runtergefallen? Scheiße. Oh nein. Nerviges Telefon. Lass mich in Ruhe. Oh nein. Das ist der gleiche Text. Mir kommt da so eine Idee. Es klingelt normal herum. Yes, speaker. Und jetzt müssten wir hier wieder runterkommen und dürften das Telefon aber anfassen können, weil es unten ist, oder? Wow. Yes, speaker. Hello? Yes, speaker. What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Okay, wir waren nicht dabei, als das Feuer ausbrach. Wir haben nur davon am Telefon erfahren und sind sofort ins Krankenhaus. In welche Richtung soll ich denn jetzt weitergehen? Ist irgendwann auch wieder Ende? Ich vermute, jetzt müssen wir wieder vorangehen. Oh oh. Nur noch der Zettel, oder? Hier ist Ende. Tja, dann müssen wir wohl in diese Richtung. Aber ob wir da wieder rauskommen aus diesem Labyrinth oder nicht, das verrät uns die nächste Folge. Nicht das Licht. Okay, liebe Leute, ich danke euch fürs Einschalten und oh mein Gott, diese Folge hat es in sich. Da habe ich echt einen scheiß Herzinfarkt bekommen, als die Frau plötzlich hinter uns stand, wenn das sie war. Also durch das Fenster sah sie etwas schemenhaft aus wie eine Frau. Und anhand dieser Texte könnte es wirklich so sein, dass wir das in der Fantasie abspielen vielleicht oder unsere Frau wirklich zum Monster geworden ist. Aber ich glaube, dieser Mensch hier, den wir spielen, ist einfach nur krank. Abartig krank. Gut, danke fürs Einschalten und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao!